Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Ghost. Ja, heute mal Ghost am Start, aber leider noch kein Commentary oder Live-Commentary, sondern mal ein kleines Tutorial. Und zwar haben sich viele auf dem PC, wohlgemerkt auf dem PC, also an alle Konsolenspieler, ihr könnt jetzt alle wieder gerne wegschalten, also das geht euch nichts an. Aber wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr auch weiter hinschauen. Und zwar die Hauptmenü-Lags. Ich meine, ihr seht es hier ein bisschen im Hintergrund, es läuft nicht flüssig. Ich kann auch mal hier auf Online gehen und es geht teilweise bei manchen, aber man hat teilweise diese richtig harten Frame-Drops. Die waren gestern teilweise noch schlimmer und die sind manchmal so um die 40 Frames. Heute muss ich ehrlich sagen, es geht wieder. Aber wenn es bei euch noch so richtig schlimm ist, dann geht ihr einfach mal hier ins Hauptmenü und minimiert einfach mal das Spiel. Jetzt hatte ich gerade wieder einen Frame-Einbruch. Wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich jetzt meinen Desktop nicht sehen, aber das liegt daran, weil einfach ich leider kein Desktop-Aufnahmeprogramm habe, also kein Camtasia oder irgend sowas. Und deswegen erkläre ich euch das einfach mal. Ihr stoppt jetzt einfach mal mein Video, geht kurz in Ghost rein, bleibt im Hauptmenü, minimiert das Spiel und öffnet erstmal den Task Manager. An alle, die jetzt nicht wissen, wie man den Task Manager öffnet, einfach Steuerung, Umschalt, nee, Shift, Steuerung, Shift und Escape. Oder es gibt natürlich auch die Variante Steuerung, Alt und Entfernen, dann kommt ihr in so ein Fenster und da steht dann Task Manager öffnen. Wenn ihr da drinne seid, sucht ihr in dem Task Prozesse die Exe von Ghosts, die heißt IV6MP64-Ship.exe. Ich werde das nochmal unten einblenden. In der Beschreibung seht ihr dann auch rechts, da ist dann Call of Duty Ghosts, also man sollte es eigentlich finden. Ihr macht dann darauf einen Rechtsklick und geht runter auf Priorität festlegen und stellt sie von hoch auf normal. Da kommt dann so eine kleine Meldung, aber die muss euch nicht stören, passieren tut eigentlich nichts, es sei denn, wenn ihr das gerade mitten in einer Lobby macht, dann kann es passieren, dass das Spiel abstürzt. Ihr geht einfach auf Priorität ändern, dann ist es auf normal geändert und dann solltet ihr eigentlich keine Probleme mehr mit dem Spiel haben. So, und jetzt solltet ihr eigentlich keine Lags mehr haben. Es kann sein, dass jetzt bei wegen der Fraps-Aufnahme das irgendwie vielleicht noch ein bisschen rumspackt, aber eigentlich sollte jetzt alles ganz easy funktionieren. Ihr müsstet jetzt ganz locker durchs Menü switchen können. An alle, die das Problem vorher nicht haben, da braucht ihr euch jetzt nicht irgendwie Sorgen machen oder so. Aber bei manchen gab es das Problem, weil die FPS-Grenze vor allem auch auf 90 gesetzt war und es dann halt irgendwie im Menü, ich weiß nicht, woran das genau lag. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass es da Probleme gab. Aber eigentlich sollte es damit gelöst sein. Ich konnte, also bei mir hat es online geleckt und im Hauptmenü. Und nachdem ich dann die Priorität von der Exe auf normal runtergemacht habe, lief alles sauber perfekt. Also ich konnte super spielen, außer das Menü hat ab und zu mal kurz einen kleinen Gehänger gehabt. Aber das war eigentlich kein Problem. Ihr müsstet jetzt eigentlich, sollte alles hier ganz chillimilli sein. Und online sollte jetzt auch, falls es da bei einem oder anderen Probleme gab, alles perfekt laufen. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn es jemandem geholfen hat, dann könnt ihr es mich ja gerne wissen lassen. Ansonsten sehen wir uns am Freitag zu einem Ghost-Video, weil ich jetzt in der Woche leider keine Zeit habe für Videos, weil ich viel für Schule machen muss. Aber wie gesagt, am Freitag kommt dann ein kleines Dual-Commentary mit dem Bennett und mir. Bis dann, meine Freunde. Haut da rein.